Ich heiße dich zu diesem Video herzlich willkommen. Mein Name ist Bea, ich bin Sexualtherapeutin und Sexologin mit einer Praxis in Wien. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das die meisten Männer nicht direkt mit Sex in Verbindung bringen, dem Küssen. Für die meisten Männer beginnt Sex erst mit der Penetration. Deshalb legen sie kaum Wert auf einen guten Kuss. Das ist sehr schade, denn gerade Küsse können eine enorme erotische Spannung aufbauen. Für viele Frauen ist Küssen erregender als andere Berührungen. Sie lieben es, mit den Lippen verführt zu werden. Schon ein einziger Kuss kann ihren Körper auf Touren bringen, denn die Lippen zählen zu den Körperregionen mit den meisten berührungsempfindlichen Nerven. Wenn wir küssen, senden sie Signale ins Gehirn und lösen so ein Feuerwerk an guten Empfindungen aus. Schlagartig steigen Puls und Blutdruck, die Pupillen weiten sich, die Atmung wird tiefer, das rationale Denken lässt nach. Während einem intensiven Kuss sind 146 Muskeln aktiv. Ist das nicht unglaublich? Ich möchte dir in diesem Video deshalb drei Tipps geben, die einen Kuss unvergesslich machen. Wie viel Wert legst du auf gute Küsse? Ganz allgemein lässt sich sagen, dass es viele Frauen merken, wenn du dich nicht auf den Kuss vorbereitet hast. Achte deshalb darauf, dass du gut riechst. Zigaretten und Alkoholgeruch sind richtige Abtörner. Aber auch die Wahl deiner Mahlzeit ist entscheidend. Knoblauch, Zwiebeln und Ähnliches haben zu Recht nicht den besten Ruf, wenn es ums Küssen geht. Gerüche sind also das eine, der Tastsinn das andere. Ein ungepflegter, kratziger oder gar unhygienischer Bart wirkt sich oft negativ auf den Kuss aus. Neben dem Bart sind natürlich auch die Lippen entscheidend für einen guten Kuss. Sind diese trocken, spröde oder aufgerissen, macht sich das bemerkbar. Verwende also einen Lippenpflegestift, wenn du zu trockenen Lippen tendierst. Nun aber dazu, wie du einen Kuss richtig zelebrieren kannst. Tipp 1. Verabschiede dich von der Haltung, dass ein Kuss nur das Vorspiel ist. Sei nicht einer jener Männer, die das Küssen schnell erledigt haben wollen, um zu ihrem eigentlichen Vorhaben zu kommen. Mit dieser Einstellung wirst du nie einen perfekten Kuss geben. All die kleinen, lustvollen Facetten, die einen Kuss zu etwas Explosivem und Erotischem machen, können dann nicht zum Vorschein kommen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Genieße jede Sekunde und jede einzelne Empfindung. Sei nicht hektisch. Es gibt nichts Schlimmeres für eine Frau als einen Mann, der beim Küssen voll auf dem Gaspedal steht. Setze deine Zunge nicht zu früh ein. Ein perfekter Kuss baut sich auf. Zu viel Zungeneinsatz am Beginn kann alles zerstören. Übe dich lieber im spielenden, neckenden Erforschen. Zu schnelle Bewegungen, beinahe schon im Rachen der Frau, sind hier nicht gefragt. Der Kuss fühlt sich dann mechanisch, ungeschmeidig, ungeschickt und ungeübt an. Sei also präsent und ohne Eile. Du kannst dir die Zeit nehmen und auch einmal bewusst durchatmen. Vielleicht denkst du gerade, so viele Gedanken habe ich mir noch nie zum Küssen gemacht. Was kann man noch alles zum Thema Frauen, weibliche Erotik und Lust lernen? Da gibt es unzählige Bereiche und ich möchte dich herzlich einladen, dich auf einen Platz in meiner Best Lover Academy zu bewerben. Dort erfährst du, was Frauen erregt, wie du sie richtig stimulieren kannst, damit sie zum Orgasmus kommen. Ich zeige dir in diesem Programm aber auch, wie du dich selbst als Mann sexuell weiterentwickeln kannst. Denn ein perfekter Liebhaber wirst du erst dann sein, wenn du viel über dich und deinen Körper weißt und ihn auch beherrschst. Das Besondere an unserem Programm ist, dass du durch ein persönliches Coaching gefördert wirst. Dadurch wirst du authentisch und selbstsicher in der Begegnung mit Frauen und beim Sex. Klicke also auf den Link oben rechts in der Infokarte oder unten in der Beschreibung. Vielleicht lernen wir uns dann schon bald persönlich kennen. Nun aber zurück zum Thema. Tipp Nummer 2. Zungenküsse sind wie ein Tanz. Ihr müsst euch aufeinander abstimmen, um euch im gleichen Rhythmus zu bewegen. Achte deshalb darauf, was sie macht und stimme dich darauf ein. Ähnlich wie beim Tanzen kann eine Person die Führung übernehmen. Man darf dabei die andere jedoch nicht zu sehr mitziehen. Stell dir ein Tanzpaar vor, bei dem der Mann die Frau zu wild herumwirbelt und sie mit den Füßen nicht hinterherkommt. Das willst du bestimmt nicht. Bleibe deswegen aufmerksam. Ein Kuss wird besonders intensiv, wenn ihr einen gemeinsamen Rhythmus findet und ihr das Tempo und die Bewegungen langsam gemeinsam steigert. Tipp Nummer 3. Setze deinen ganzen Körper ein.
Ein Kuss ist mehr als nur ein Kuss. Zu einem guten Kuss gehört nicht nur, dass sich die Lippen und die Zungen berühren. Stell dir vor, ihr steht mit einem Meter Abstand voneinander, lehnt euch vor und küsst euch. Was fehlt in diesem Szenario? Genau, eure Körper. Damit ein Kuss so richtig Spannung erzeugt, sind deine Hände entscheidend. Zieh sie an dich und halte ihr Kinn fest, berühre ihre Haare und streichle ihr über den Rücken, streichle ihr über ihren Po. Drücke die Pobacken sanft, fühle ihre Hüfte, halte ihren Hals, sei zärtlich und spüre ihre Reaktionen. Das bestärkt sie und kann das Verlangen steigern. Du kannst den Kuss zusätzlich noch ausweiten. Küssen muss nicht nur auf die Lippen begrenzt sein. Für sehr viele Frauen ist es sehr erregend, wenn du ihnen den Hals entlang küsst. Küsse den Nacken, ihre Wangen, auf ihre Augenlider, einen zärtlichen Kuss auf die Stirn, bevor du dich über ihre Mundwinkel auf ihre Lippen zubewegst. Bahne dir deinen eigenen Weg über ihren Körper. Du kannst natürlich auch komplett andere Körperteile mitnehmen und zum Beispiel ihre Hände oder ihre Arme küssen. Du siehst, küssen ist nicht gleich küssen. Diese drei Tipps machen einen Kuss zu einem perfekten Kuss. Einen Kuss, der die Lust bei deiner Partnerin entfacht und sie nach mehr verlangen lässt. Wenn du noch mehr zum Thema Küssen, Verführen, die weibliche Erotik und Lust lernen möchtest, dann lade ich dich an dieser Stelle nochmals ein, dich auf einen Platz in der Best Lover Academy zu bewerben. Mit diesem Wissen wirst du zum perfekten Liebhaber. Klicke also auf den Link oben rechts in der Infokarte oder unten in der Beschreibung. Vielleicht lernen wir uns dann schon bald persönlich kennen. Für mehr solcher Videos abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bis zum nächsten Mal. Deine Bea vom Best Lover.